Ey, hat eine Schwangere unter euch vielleicht gerade irgendwie ein Baby zu verticken? Ich hab da eine geile Idee für eine TV-Show. Falls ihr euch jetzt gefragt haben solltet, what the fuck? Was ist mit dem kaputt? Ja, ich geb's zu, die Idee ist nicht von mir. In Pakistan hat jetzt eine TV-Show Neugeborene an ihre Kandidaten verlost. Ohne Scheiß, das ist... Fick die Wand an. Okay, pass auf. In Pakistan gibt es kein Adoptionsgesetz, was so eine Idee überhaupt erst möglich macht. Und die Kinder waren gesponsert von der Hilfsorganisation Chip Welfare Association. C-H-H-I-P. Keine Ahnung. Chip. Diese Organisation liest in der Woche bis zu 15 ausgesetzte Kinder auf, die sie irgendwo in Babyklappen oder sogar in Müllcontainern rund um die Krankenhäuser finden. Und die Kandidaten, das muss man dazu sagen, freuten sich in der Live-Show mal eben das Glück zu haben, ein Kind zu gewinnen. Einzige Voraussetzung war im Prinzip, sie mussten es sich leisten können. Und auch wenn die Show umstritten war wie kaum eine andere in ihrem Land, puh, jetzt wird's richtig kompliziert. Aber hey, zum Glück sind wir hier nicht im Bundestag und sprechen trotzdem weiter drüber. Haha! Owned. Was haltet ihr davon? Kinder verlosen? Geht irgendwie gar nicht klar. Andererseits, das sind immerhin Kinder, die keine Chance auf ein vernünftiges Leben gehabt hätten und deren Eltern sich auf teilweise übelste Art und Weise gegen sie entschieden haben. Dann wiederum ist doch diese Möglichkeit ein wahrer Segen für die Kiddies, oder? Das ist eine echt miese Frage, weil andererseits wieder sind das Menschenleben, die da mal eben als Preis verheizt werden. Das ist ja im Prinzip nur einen Schritt davon entfernt, direkt live im Fernsehen auf Menschenleben zu wetten. 50 Euro auf Flo. 50 Euro dagegen. 3, 2, 1, fight! Okay. Was meint ihr? Schreibt mir in die Comments mal eine geile Idee, wenn ihr das für eine reelle Chance für diese Kinder haltet, oder schreibt mir eine Scheißidee in die Kommentare, wenn ihr sowas gestern, heute und in Zukunft absolut unverantwortlich findet. Da bin ich wirklich gespannt, was ihr dazu sagt. Transition! Fuck yeah! Dem FBI ist es doch tatsächlich gelungen, 105 Kinder aus den Fängen eines Kinderprostitutionsringes zu retten und dabei auch noch roundabout 150 verdächtige Dinge festzumachen. Nice. Nice. Das FBI kam einem Kinderschänderring auf die Schliche, der für pädophile Freier Treffen mit minderjährigen Jungs und Mädchen in Hotels, Motels oder irgendwelchen widerlichen Truckstops organisierte und sie dort zur Prostitution gezwungen hat. Alter Falter. Jeder, der nachweislich damit irgendwas zu tun hat, Schwanz ab und in irgendein Loch geschmissen, wo er nie wieder rauskommt. Oder auch Kinderschänder schön auf die Stirn tätowiert und in ein amerikanisches Gefängnis geschmissen. Die sind ja da besonders beliebt. Now you, sir, are fucked. Die groß angelegte Aktion wurde zeitgleich in 76 Städten von über 230 Spezialkräften durchgeführt und konnte ausnahmsweise mal dank penibelster, genauster Planung blitzartig durchgezogen werden, wodurch dieser riesige Kinderschänderring auf einen Schlag gesprengt werden konnte. So geil, ich liebe das, wenn ein Plan funktioniert, auch wenn es nicht meiner ist. In dem Falle freue ich mich einfach mal richtig, sodass man mal wieder richtig schöne, geile, gute Nachrichten hört. Und jedes einzelne Kind, was aus solchen Kreisen gerettet werden kann, ist eine gute Nachricht für sich. Und außerdem sind die schon so alt, dass sie nicht Gefahr laufen, in pakistanischen TV-Shows verhökert zu werden. Zu früh? Sorry. Und jetzt schweinegeile News für alle, die noch zur Schule gehen. Also jung und knackig sind. Und nicht für mich. Oh fuck. Der Plan, die Schulhausaufgaben in Deutschland endgültig abzuschaffen, nimmt weiter Gestalt an. What? Ja. Die Schulministerin NRW kämpft schon seit längerer Zeit dafür, denn immer wieder belegen groß angelegte repräsentative Studien in Deutschland, dass Kinder in der Schulzeit, in ihrer Kindheit, aufgrund der enorm anwachsenden Leistungsgesellschaft in aufgrund der enorm ausgeprägten wachsenden Leistungsgesellschaft in Deutschland alles andere sein können als eben Kind. Viele Jugendliche leiden bereits in der Sekundarstufe 1 an Versagensängsten, hypernervösen Störungen oder sogar stressinduzierten Depressionen. Und das wiederum nicht zuletzt, weil sie nachgewiesenermaßen zu wenig Zeit haben, sich selbst zu entwickeln. Und das liegt daran, dass sie zu wenig Freizeit haben. Psychologisch gar nicht mal so gesund. Wie ist es zu erklären? Ganz einfach, von der Schule gehen sie nach Hause, finden sich dabei allerdings assoziationstechnisch, also im Goppe, so unterbewusst so, nicht in ihrer geschützten Heimatgegend oder in ihrem Zuhause wieder. Nein, sie finden sich begraben unter einem Berg von Hausaufgaben in einer neuen Schul- und Kontrollsituation. Das heißt im Prinzip nichts anderes, als dass sie sich dauerhaft 24/7, wie man so schön sagt, in einer, ja, zumindest
unterbewusst in einer Stresssituation befinden, der sie in einen Leistungszwang versetzt. Egal ob Schule oder zu Hause, und das ist ein Konstrukt, was sich aufbaut, was enorm ungesund und enorm gegen eine vernünftige kindliche Entwicklung wirkt. Mal aus dem Nähkästchen, bei mir persönlich war das so, dass ich nach der 4. Klasse auf ein Sprachgymnasium gegangen bin, wo dann alles auf Englisch war und so. Und ich war noch viel zu sehr Kind. Was? Nein, ich weiß, wer hätte das also bei mir? Na, wer hätte das gedacht? Ja, was dann aus mir und so einer Leistungssituation geworden ist, also ich war nicht ganz umsonst auf 4 Schulen, sagen wir mal so. Statt also Hausaufgaben soll jetzt die Lehrverantwortung für den Einzelnen wieder mehr in die Unterrichtszeit selbst transportiert werden. Und im Gegenzug soll schulisch wesentlich mehr Wert auf Freizeitaktivitäten nach der Schule gelegt werden, wie beispielsweise Sportclubs oder was auch immer. Finde ich persönlich richtig geil. Was sagt ihr dazu? Habt ihr ähnliche Erfahrungen gemacht, irgendwo mitbekommen, oder geht's euch sogar selber so? Schreibt mir dazu doch einfach mal so frei von Herzen weg eure Gedanken in die Comments. Bin gespannt, wie ihr dazu steht, und ihr könnt mit euren Kommentaren einigen vielleicht auch ein bisschen helfen, weil ihr könnt euch auf jeden Fall sicher sein, ihr steht damit, wenn dann, nicht alleine da. Und wer weiß, wenn das Thema mal an die Öffentlichkeit sickert, vielleicht bezweckt ja sogar was. Vielleicht ja sogar was Gutes. Ha! Captain Floyd strikes again! Nein, ist schon okay. So, meine Freunde der Sonne, wir sehen uns am Montag wieder. Wenn euch die Folge hier gefallen hat, dann Penis! Wenn euch also die Folge und die Themen gefallen haben, lasst mich wissen mit einem Däumchen nach hoch. Damit helft ihr nicht nur mir und meiner Show, nope, ich behalte den Überblick, was ihr feiert und was nicht. Und bis dahin, traumhaften Tag wünsche ich euch noch. To the wood gas, und gib ihm!